Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wir gehen gemeinsam ins Darknet. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Heute wieder zu einer Videoepisode, denn die vorletzte Videoepisode kam mir wieder sehr gut bei euch an und ihr wolltet mehr sehen, ihr wolltet, dass wir mehr Videos im Darknet suchen, also werden wir das heute tun. Das heißt, für die Leute, die jetzt neu sind und nicht genau wissen, um was es hier geht, wir werden heute wieder gemeinsam ins Darknet gehen, den versteckten Teil des Internets, wo sich sehr, sehr viele düstere und vor allem kriminelle Sachen befinden. Dort werden wir heute durch die Webseiten stöbern und spezifisch nach Videos suchen, ja? Denn im Darknet werden sehr oft auch Videos hochgeladen, Videos, die du im normalen Internet oft nicht findest. Manche davon findet man inzwischen schon im normalen Internet, haben wir ja schon oft rausgefunden. Wir werden uns also diese Videos anschauen, darauf reagieren, einfach mal schauen, was sich dahinter so verbirgt. Ihr wisst, wir haben da teilweise schon sehr, sehr merkwürdige und verstörende Dinge gefunden. Deswegen umso gespannter, was es heute wird. Und ich würde sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo. Und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. An dieser Stelle natürlich wieder eine kleine Triggerwarnung. Es könnte sein, dass wir heute wieder Inhalte sehen, die auf den ein oder anderen verstörend wirken. Natürlich könnte es auch sein, dass das ein oder andere Video, welches wir ansehen, vielleicht sehr viel am Flackern ist und deswegen auch hier eine kleine Epilepsiewarnung. Ich würde aber vor dem Video, falls es eins gibt, was eben sowas triggern könnte, nochmal eine kleine Warnung raushauen. In dem Sinne, wir gehen jetzt ins Darknet und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der keine Ahnung wie vielen Episode. Wir sind schon also wir müssten ja bald bei 100 sein. Ihr könnt ja gerne mal nachzählen und unten mal in die Kommentare schreiben, welche Episode das jetzt ist. Dann würde ich das irgendwie hinzufügen. In dem Sinne, viel Spaß! Alright, meine Freunde, wir befinden uns nun im Darknet und wir beginnen direkt mit dem ersten Video. Ich habe zum Glück schon eins gefunden. Es trägt den Titel She Deserved It, also sie hat es verdient. Es geht 30 Sekunden. Keine Ahnung, wer was verdient hat, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und es ist nicht wieder irgendein Mördervideo. Wir schauen einfach mal rein. Ich bin gespannt. Was zum Teufel war das? Können wir es uns noch mal ganz kurz anschauen? Ich finde dieses Geschrei. Oh. Ich check nicht ganz, was da gezeigt wird. Boah, das gibt mir ganz miese Vibes. Es gibt keine Kommentare oder irgendwas dazu. Das Video ist einfach plain. Ja, she deserved it. Ich weiß nicht. Man hört auf jeden Fall irgendein Geschrei von irgendeiner Frau. Ich hoffe, das ist irgendwie von einem Film oder so und da ist nicht wirklich jemandem irgendwas Schlimmes zugestoßen oder wurde. Nicht, dass irgendjemandem etwas Schlimmes angetan wurde und man das Ganze hier irgendwie in ein Video verfasst hat. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hatte. Ich weiß nicht, warum wir diese ganzen Treppen gesehen haben. Boah, weiß nicht. Ihr könnt gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Es wirkt so ein bisschen wie diese Serienkiller-Videos haben wir ja auch schon hin und wieder gefunden. Serienkiller, die ihre Taten aufnehmen oder sehr merkwürdige Videos erstellen und diese dann hin und wieder mal teilen, um eben so ein paar Hints der Polizei zu geben. Ich weiß nicht, ob es sowas war. Es gibt keine wirklichen Infos dazu. Also ihr könnt euch das Video sehr gerne abspeichern. Es kann sein, dass solche Sachen immer sehr schnell runtergenommen werden. Wenn also der ein oder andere mehr darüber rausfinden möchte, kann er sich das sehr gerne jetzt hier irgendwie screen recorden oder so. Und dann vielleicht recherchieren. Ich weiß es nicht. Ich fand es sehr komisch. Und wir machen weiter. Ich hoffe, ich finde heute genügend Videos, weil es ist immer sehr schwierig, Videos im Darknet zu finden. Natürlich werden Videos gepostet, aber oft sehr schlimme und ekelhafte Sachen, die halt eben auf YouTube nichts zu suchen haben. Ne? Aber wir müssen gucken. Deswegen suche ich weiter und ich melde mich, sobald ich ein neues Video habe. Okay, bei diesem Video bin ich wirklich super gespannt, denn es soll ein Video von einer Sekte sein, welche sich im Darknet versucht zu verbreiten und dieses Video überall teilt. Ich habe jetzt dieses Video gefunden, anscheinend wurde das auf mehreren Plattformen geteilt und es handelt sich um irgendeine Sekte, die irgendwie eine neue Weltordnung anschaffen möchte und
ja, ich will nicht zu weit ins Detail gehen. Es geht auf jeden Fall darum, dass sie auch irgendwie Blut trinken, um nicht mehr zu altern. Dieses Adrenochrom heißt das hier, glaube ich. Das Thema hatten wir schon mal. Und das ist anscheinend so eine Sekte, die sowas macht. Steht hier zumindest. Was jetzt da wirklich dran ist und was es überhaupt für ein Video ist, ich bin gespannt. Dieses Video wird anscheinend überall geteilt und ja, wir schauen es einfach mal an. Ich bin gespannt. Sektenvideos sind ja immer, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber wir schauen rein. Let's go. Let the Lord speak to you. Okay. Lasse den Herrn mit dir sprechen. Oder lass den Herrn mit dir sprechen. Ja, ist doch ein Weihnachtslied. Oh, es kackt ein bisschen ab und ich bin auch nicht so ganz synchron. Also da wurde auf jeden Fall hier in Gebet gesprochen. Ich habe gerade nicht mitgelesen. I'm sorry. Heilige Nacht. Oder geht das? Stille Nacht. Ja. Follow the commandments in complete faith in your Lord. Let him forgive your sins. Okay. Also man soll jetzt den. Oh. Okay. The second commandment. Okay. Keep them holy. Du sollst das. The hell? Es geht hier um Blut konsumieren. Was ist das für ein mieses Video? Welcome Admins. Thank you for joining us. Ist es zu Ende? Okay, was soll ich dazu sagen? Das hat mich jetzt so ein bisschen verwirrt. Also es ging um Gebote, ja. In dem Video wurden die ganze Zeit Gebote aufgezählt, die eben sehr wichtig sind zu berücksichtigen. Und da kam unter anderem auch diese Blutgeschichte, ja, dass man bestimmtes Blut konsumieren soll. Ich kann noch mal kurz schauen, was da stand. Da stand auch irgendwas davon, dass man nur das frische, reine Blut konsumieren soll. Dann war irgendwas mit Kindern. Ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf. Und irgendwas mit deinem Nebensitzer, Nachbar. Also, I don't know. Das war ein ganz komisches Video. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, das handelt sich hierbei um irgendeine Sekte, welche anscheinend aktuell diese Videos überall verbreitet und mehr Anhänger damit gewinnen möchte. Ich weiß nicht, also ich fand das sehr, sehr merkwürdig, dieses Video. Aber so sind diese Sektenvideos. Also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir ein Video von einer Sekte finden, von einem geheimen Kult. Wobei ich weiß nicht, ob dieser Kult geheim ist, wenn die, naja, solche Propaganda-Videos da posten. I don't know. Also es war sehr merkwürdig und sehr düster. Also diese Gebote. Ich distanziere mich da komplett. Also ich will damit gar nichts zu tun haben. Naja, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber wir machen weiter. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Video. Es heißt God bless, it's over. Also, ja, zum Glück, es ist zu Ende. Also Gott sei Dank, es ist zu Ende. Zum Glück. Ja, Gott sei Dank, es ist zu Ende. Keine Ahnung. Also ich sehe nur ein schwarzes Titelbild. Wir gucken einfach mal rein. Und let's go. Oh, okay. Alles klar. Das ist nichts, was man hier zeigen sollte. Ah, das können wir eigentlich auch direkt ausmachen. Okay. Ja, gut. Ich werde es offensichtlich zensiert haben.
Das Video geht jetzt noch ein bisschen länger, sehe ich, aber ich möchte es nicht weiter anschauen. In dem Video liegt ein lebloser Mann in einer Badewanne. Alles ist voll mit Blutspritzern und er hat ein Messer, was hier in seiner, ja, so Schulter-Halsregion steckt. Und der sieht sehr leblos aus. Ich werde es jetzt trotzdem drin lassen. Ich werde diesen Teil jetzt nicht rausschneiden. Ich werde es halt einfach zensieren, weil ich finde einfach, man sollte bei diesem Thema einfach real bleiben und ich will euch auch einfach zeigen, so, keine Ahnung, es kann sehr schnell halt so ein Video auftauchen, auch wenn man nicht danach sucht, wie in dem Fall jetzt. Und ja, ich werde es mir nicht weiter anschauen. Wir schließen das Ganze, wie gesagt, muss ich hier natürlich selbstverständlich zensieren. Alright, meine Freunde, wir machen weiter mit dem nächsten Video. Es hat tatsächlich wieder einen Titel und es trägt den Titel Who Wants to be Murdered by a Mannequin? Also wer möchte von einer Mannequin-Schaufensterpuppe ermordet werden? Also ich jedenfalls nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass die in der Lage sind, jemandem etwas zu tun. Wir schauen uns das Video einfach mal an. Es geht sehr kurz. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ist es ein Video, wo eine Schaufensterpuppe auf jemand drauffällt und der deswegen verunglückt? Ich weiß es nicht. Wir gucken aber mal rein. Bitte nix, was man zensieren muss. Let's go! Oh nee, das ist wieder so ein Video. Von ein ganz. Ja. What the? Was zum. Es ist zu Ende? Können wir noch mal ganz kurz reinschauen, bitte? Ja, das ist wieder eins von diesen typischen Psycho-Fetisch-Videos. Oder soll uns das irgendwas sagen? Das ist ja eine Schaufensterpuppe. Also eine Puppe ist auf jeden Fall. Was wird da immer wieder eingeblendet? Ich versuche da mal kurz Pause zu drücken. Das wird eingeblendet. Keine Ahnung. Man sieht es so schlecht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß nicht. Will man uns damit irgendeinen Hinweis geben auf irgendwas? Ist das. Hat es irgendein deeper Meaning, was ich mir sehr gut vorstellen könnte? Es ist ja sehr oft so, dass solche Videos eine sehr, sehr tiefe und beunruhigende Bedeutung haben. In dem Fall habe ich es jetzt nicht rausgefunden. Oder ist das einfach nur so ein komisches Fetischvideo von irgendwelchen. I don't know. Ich weiß es nicht. Wie immer lassen mich die meisten dieser Videos immer ein bisschen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, mein Gehirn, so in meinem Kopf ist einfach so ein Riesenfragezeichen. Und so ist es gefühlt bei den meisten von diesen Videos, die wir uns hier mal anschauen. Ich würde sagen, wir gucken, ob wir noch eins finden. Das ist immer super schwierig und anstrengend, Videos im Darknet zu suchen. Aber es macht ja Spaß. Also ich finde es ja selber immer sehr interessant und ihr auch. Deswegen suche ich jetzt mal weiter und ich hoffe, ich finde noch was. Bis gleich. Okay, Freunde, ich gebe es auf. Tatsächlich kommt jetzt kein Video mehr. Ich habe jetzt wirklich so lange gesucht, um genau zu sein. Ja, eine knappe Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde, seitdem ich das letzte Mal gesagt habe, ich suche nochmal nach Videos. Ja, ich finde einfach nichts mehr. Nichts. Es gibt einfach nichts. Ich gehe auf Seiten, die funktionieren nicht. Ja, es hat keinen Sinn. Nichtsdestotrotz, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr fandet es interessant. Ihr könnt, wie gesagt, sehr gerne wieder eure Theorien unten in die Kommentare schreiben und eure Meinung zu den Videos. Kanntet ihr das ein oder andere Video vielleicht davon schon? Oder allgemein habt ihr irgendeine Idee dazu? Schreibt sehr gerne unten in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mir wieder sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich liebe euch über alles. Bleibt gesund. Und natürlich wünsche ich euch und euren Familien nur das Beste. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Alina Eisentraut, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, CX Sensa, Cyber Psycho XX, Jeff Fuchs, Julian Hausmann, Katharina Bogdanowski, Kinga 1613, Löwe 2002, Marie 21, Michael F., Nadja Fettgenheuer, Niklas Möller, Patrick und Jenny 2017, Patrick Wegmann, Pyrojan 95, RexyTV, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sonat Ümitçakir, Sophie, Steffi, Steven Lied, Tombi 27, Jakobi, Totti Botti, Verena Alberer, Yasuchan, Yvonne, Angelina R., ASMR Ruby, Eisel, Beatrice König, Bedia Hahn, Bestie Lea, Betty F., Bloodswant Breed, Brody's Rainbow, Claudia Stetter, Curly LP, Daniel, Da Passi, DG85, Deluxe, Denner, Ehrenblü,
Ella Enger, Fabian Janitza Würsching, Florian Wilding, Fluffy XO, Fresh Callboy, Gabba 192, Gamester, Giuseppe Corrado, Go Hard, Eisblü, Ist schon okay, Isabel Wernicke, Yannick Peters, Jen Jen, Jennifer Karg, Joanne M, Joel Schnell, Juna La Luna, Justin Richter, Kai, Cassi, Kilian, Kim S, Lara, Lea, Liam Pascal Falkenberg, live gespielt, Loyal Wolf Official, Luan Jairo, Lukas Hecht, Media Ahmed, Mandy 172, Markus Pyrasch, Mario Meyer, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Martina, Mary Lou, Matthias HM, Max, Michael, Mira Jane, Nancy Koch, Nico Hund, Nicolas Großer, Nicole Seeger, Nini, Noah Jones Leitenbauer, NWSHTZ, Rainbow Panda, Release, Zagaria 3, Sangus Angelus, Sarah, Sarah S, Sina Beck, Steffi, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Tina Karaman, Vincent, Xenia, Yolandi, Neko, Kati, Zephyrau und Zero Hour. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support.